Moin YouTube, lieber Klaus. Hier ist es endlich das versprochene Knife Talk Video. Beziehungsweise anfangs war es ja nicht ganz klar, ob ich einen Knife Talk draus machen würde oder drei separate Vorstellungen von den drei wundervollen Messern, die du mir zugeschickt hast. Zwei davon kannst du oben im Bild schon liegen sehen. Da hat man zum einen das UKPK Titan in der Version mit dem Flintstone Finish und der changierenden Anodisierung und zwei Plätze weiter, das Böker Plus Hauser Memory. Was noch nicht da liegt, könnt ihr vielleicht erahnen, wenn ihr Klaus Kanal kennt und hier unten die beiden Exemplare seht. Ganz genau, es ist das wunderbare, wunderschöne kleine Lanavette. Klaus hat es in einem Video fantastisch vorgestellt. Wir haben massive Carbon-Griffschalen unterlegt mit roten Linern. Wir haben Platine und Rückenfeder jeweils mit Fileburg versehen. Eine Pin Construction Klinge. Seine modifizierte Sheepsfoot oder Wharncliffe Klinge mit einem Satin Finish. Nailnick. Rückenfeder, alles sauber verarbeitet. Ja, Größenvergleich. Das Böker Plus in der Decade Edition, in dem Fall Carbon und VG10, fast identische Größe. Und hier oben Victorinox 93 mm Klasse, das Pioneer Pruner. Auch hier könnt ihr sehen, sehr, sehr vergleichbar, was die Größe angeht. Natürlich ist das Lanavette durch die massiven Carbon-Griffschalen deutlich, deutlich dicker und liegt auch sicherer und besser in der Hand. Ja, was ist denn der Einsatzzweck für so ein kleines Messerchen? Klaus, ich weiß, du benutzt deine Messer im täglichen Einsatz. Du nimmst sie mit ins Büro. Du erledigst damit kleinere Aufgaben, wahrscheinlich Briefe, Pakete öffnen, hier und da mal einen Apfel schneiden. Und genau das würde ich sagen, ist der vornehmliche Aufgabenbereich für so ein kleines Messerchen, nämlich die EDC-Aufgaben. Ich stelle es mir als perfektes kleines Brotzeitmesser vor. Vielleicht das Ganze auch noch ein bisschen französisch angehaucht, mit einem Baguette, einem Weichkäse, ein bisschen Obst, ein paar Weintrauben dazu. Ja, wenn du dann so ein Lanavette dabei hast, das macht dann so eine kleine Brotzeit, so ein kleines Picknick fast schon zum Erlebnis. Und genau das ist es meiner Meinung nach, was den Charme eines solchen Messers ausmacht. Ja, es ist einfach ein Stück weit Lebensgefühl. Und das können meiner Meinung nach die französischen Messerbauer besser umsetzen, besser verkaufen in ihren Entwürfen, in ihren Designs, in ihren Modellen, als die meisten anderen Hersteller das können. Einfach dieses Lebensgefühl zu transportieren, mit Genuss und mit Freude an so Kleinigkeiten wie einfach, ja, ich sag's jetzt mal ganz platt, eine Stulle schmieren ranzugehen. Und das ist es auch, was mich im Moment an Taschenmessern so fasziniert. Also ein Stück weit Lebensart, Lebensgefühl zu transportieren. Das findet man halt in solchen kleinen, vielleicht in der Gesamtform komplett unauffälligen, fast schon unscheinbaren Messern deutlich eher als in diesen großen taktischen Kloppern. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung, gerade was die Materialien angeht, sind die ja einfach geil. Die wecken halt dieses Haben-Wollen-Gefühl. Während diese kleinen hier wirklich dann zu überzeugen wissen, wenn man sie mal benutzt hat. Das heißt, hier kommt erst die Anschaffung und dann lernt man im Laufe der Zeit, das kleine Taschenmesser dann auch zu lieben. So geht es mir jedenfalls. Ich hoffe, du kannst diese Gedanken nachvollziehen. Was das Carbon angeht, und das war es ja, was mich in allererster Linie an diesem kleinen Messer interessiert hat. Ich hoffe, mit meiner neuen Beleuchtung, mein Fokus spinnt jetzt nicht allzu sehr. Wir haben hier ein recht wildes Carbon.
Oft kennt man das ja besonders von diesen Carbonfolien, dass wir da ein sehr rechtwinkliges und geradliniges Muster der einzelnen Fasern haben. Teilweise sieht es dann auch aus wie hier bei der Decade Edition von Böker Plus. Meiner Meinung nach auch ein sehr schönes Carbon, aber in der optischen Anmutung komplett anders, als das beim Lanavette der Fall ist. Trotzdem, sehr schönes Teil, sehr tauglich, sehr vergleichbare Größe. Ich habe es unten auf dem Tisch schon gezeigt, obwohl natürlich allein die Höhe des Aufbaus das Böker in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Trotzdem definitiv eins meiner Liebsten. Aber das lege ich jetzt mal kurz beiseite, denn auf der einen Seite hochglanzpoliert, auf der anderen Seite nicht ganz. Vielleicht wird das über die Kamera gar nicht so deutlich transportiert. Das Carbon selber ist schon sehr, sehr ähnlich dem Carbon, was Roland Lanier für seinen Weisse Series in der aktuellen Version benutzt hat. Und ja, da kann man sich einfach nicht dran satt sehen. Ja, dieses leicht wilde Muster wirkt hier doch schon wieder etwas deutlich gleichmäßiger, weil die Kanten teilweise auch sehr glatt abgeschliffen sind. Wir haben sehr definierte Flächen, die dann natürlich die Carbonfaser, den ursprünglichen Aufbau, das ist ja ein Laminat aus verschiedenen Matten, wieder etwas regelmäßiger erscheinen lassen, während wir hier bei der komplett rund geschliffenen Form des Griffes eine ganz andere Struktur erhalten und das Ganze sieht noch mal viel, viel wilder aus. Der Emir vom Kanal Israwil, der hat das auch schon mal in einem Video oder zwei erwähnt. Er steht halt auch total drauf, wenn ein Carbongriff nicht einfach nur glatt ist, sondern wenn zwischendurch einfach mal Grooves und Rillen reingefräst sind, sodass die Struktur und das Muster des Carbons unterbrochen ist. Und das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das macht die Sache einfach deutlich, deutlich spannender. Und das ist hier bei dem Lanavette meiner Meinung nach wunderbar gelungen. Wenn man von der Seite drauf guckt, sieht man so ein kleines bisschen diesen Sandwich, diesen Lagenaufbau. Und von oben betrachtet eine fast schon wilde Struktur. Ja, Fazit zu dem kleinen Lanavette. Wunderschöner, praktischer und tauglicher Begleiter für den Alltag. In der Umsetzung vielleicht nicht ganz 100%. Ihr seht, jetzt Klingenstand ist nicht ganz optimal. Die Rückenfeder will die Klinge auch nicht unbedingt mit Autorität zurück ins Heft holen. Das sind so die ein, zwei Kleinigkeiten, wo man da nochmal nachbessern müsste. Aber irgendwie macht das auch den Charme eines solch kleinen handgefertigten Taschenmessers aus. Wenn ich Perfektion möchte, dann suche ich mir amerikanische Großserientechnik von zum Beispiel Zero Tolerance. Da gibt es im Grunde nie was dran auszusetzen. Die Dinger funktionieren. Hier habe ich einen kleinen charmanten Begleiter für den Alltag. Der wirkt in keinster Weise irgendwo aufdringlich oder einschüchternd. Und ja, das ist ja das, was diese kleinen Gentleman-Folder von heute wollen. Ne? Also die wollen den Job erledigen, wunderschön aussehen und dabei in keinster Weise irgendwen ängstigen, irgendwem zu nahe treten. Ja, Lanavette für mich definitiv beide Daumen hoch. Wunderschönes Teil. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, was die Materialwahl angeht, ja, dann landen wir bei einer Legende und zwar beim Spyderco UKPK. Ich habe nichts mehr da, was einen Vergleich rechtfertigen würde, darum einfach so ein paar Gedanken. Meiner Meinung nach gibt es zu wenige Einhandmesser mit Slipjoint-Verriegelung bzw. mit Slipjoint-Feder. Dieses hier
hat zudem noch eine absolut alltagstaugliche und hosentaschenfreundliche Größe. Trotzdem durch den 50-50-Choil hier vorne vollwertiges Vierfingermesser. Das würde sonst natürlich anders aussehen. Das ist ja auch, wie ihr sehen könnt, definitiv kein großes Messer. Was mir sehr gut gefällt, ist, wie die Linien gerade im geöffneten Zustand hier, die ganzen Bögen, wie die ineinander fließen. Das ist alles sauber, das ist alles wunderbar, das wirkt stimmig und harmonisch. Das Problem ist einfach nur, wenn man es nüchtern betrachtet, haben die Spyder-Cores ja eine potthässliche Klingenform. Für mich war das immer irgendwie der Raubvogel mit den zu großen Augen. Der Entenschnabel, ich weiß es nicht. Also optisch konnte ich mich nie so ganz damit anfreunden, wenn mir auch schon relativ früh klar war, dass zum Beispiel die Endura- und Delica-Reihe als User kaum zu schlagen sind. Und ja, diese Tradition der Klingenform, die wird natürlich konsequent fortgeführt. Never change your running system. Es funktioniert und das ist auch gut so. Und dementsprechend bleiben viele, viele der Spyderco-Modelle sich optisch entsprechend ähnlich. Ich denke auch, dass bei keiner anderen Marke weltweit die Silhouette eines Messers schon so einen hohen Wiedererkennungswert gibt, wie ein Spyderco das macht. Ja, Verarbeitungsqualität ist absolut auf den Punkt. Der Drahtclip könnte für mein Dafürhalten ein kleines bisschen strammer sein. Was mir aufgefallen ist, dass der Half-Stop beim Öffnen nicht ganz so schön definiert ist, wie dann in die andere Richtung. Hier habe ich dann wirklich, gut, dann macht es auch Sinn, ne? Beim Schließen will ich ja nicht die Finger dazwischen haben. Hier habe ich einen wirklich definierteren Stopp als beim Öffnen. Hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich diese Rückmeldung, die ich beim Schließen habe, nämlich wirklich auf einen Widerstand zu stoßen, dass ich die beim Öffnen auch hätte. Das wäre einfach für die Haptik nur noch mal schöner. Ansonsten in allen Belangen, ja, fantastisch. Wenn das wirklich das Einzige ist, was ich an dem Ding auszusetzen habe und mehr konnte ich beim besten Willen nicht finden, ja, dann haben wir es wirklich mit einem richtig tollen Messer zu tun. Zwei Kleinigkeiten würde ich vielleicht noch als Problem oder Makel oder wie auch immer anführen wollen. Das ist zum einen der damals aufgerufene Preis für die Titanversion. Ich glaube, der bewegte sich irgendwo zwischen 240 und 270 Euro. Das ist natürlich für so ein kleines Teil. Selbst wenn es Titan ist und CPM S30V, eigentlich ein Witz. Ne? Also da haben andere gezeigt, unter anderem ja sogar Böker, dass es möglich ist, Titan-Folder mit einem anständigen Stahl, vielleicht einem VG10, der wird ja von Spyderco auch immer mal wieder verbaut, zu einem deutlich angemesseneren Preis auf den Markt zu bringen. Dementsprechend war mir nie ganz klar, wie sich dieser Preis rechtfertigen sollte. Selbst die günstigste FRN-Version vom UKPK liegt ja irgendwo bei 55 oder 60 Euro. Und ja, ich weiß, man sollte nicht umrechnen, aber wenn man sich ja mal vor Augen hält, dass das irgendwie zwischen 100 und 120 D-Mark wären und was man im Vergleich an Kaufkraft für dieses Geld bekommen könnte, dann sehe ich das für die Plastikversion und das FRN von Spyderco, so haltbar es auch sein mag, ist natürlich optisch und haptisch alles andere als schön, halte ich das auch für nicht angemessen. Dementsprechend hier großer Kritikpunkt natürlich der Preis. Leider Gottes heute auch gar nicht mehr zu bekommen. Das wäre dann der nächste Punkt, wo ich sage, Leute, ihr habt hier einen 42A-konformen German Legal Folder auf den Markt geschmissen. Das Ding hat eine riesengroße Fangemeinde. Ja, warum nicht nochmal in einer weiteren Auflage eine Titanversion auf den Markt bringen?
Klar, dieses hier hat schon fast den Charme eines Custom-Messers, denn die Veränderungen waren wirklich gravierend. Es ist nicht einfach nur durch eine Anodisierung ein bisschen Farbe reingebracht worden, sondern das komplette Grifffinish wurde auch verändert. Dementsprechend ist das hier nochmal zusätzlich was ganz Besonderes, aber ja, eine Plain Titan-Version. Die Dinger werden heute wahrscheinlich auch mit dem Laser ausgeschnitten. Ja, bitte, 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 bringt doch wieder sowas auf den Markt. Irgendwie damals bei meinem Dragonfly. Die von Spyderco, die Designer. Und hier in dem Fall ist es Cell Glasser. Die schaffen es einfach, dass das Bögen so ineinander fließen, dass es wirklich, wirklich Spaß macht. Haptisch ein Traum, praktisch absolut klasse und zudem voll German Legal 42A konform, edle Materialien, toller Klingenstahl. Was soll ich sagen? Abgesehen vom Preis, ein absoluter Home Run. Hat mich sehr gefreut, Klaus, dass ich auch dieses Messer mal bespielen durfte. Mein Entschluss, dass ich nochmal einen Spyderco brauche, der reift immer mehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen wird. Ein Endura in ZDP, das wäre schon eine feine Sache. Mal gucken, ob ich da mit dem Flo mal Kontakt aufnehme und in Verhandlungen trete. Kleine Anspielung. Oder vielleicht tatsächlich dann eine 42A-Version vom UKPK. Dann auf jeden Fall aber Leaf Shape und nicht Drop Points. Denn die Drop Point Klinge sieht meiner Meinung nach noch bescheuerter aus. Einfach nur, weil es ein cooles, kleines, leichtes und praktisches Messerchen ist. Ja. Die Zeit wird es zeigen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kann nur sagen, auch hier beide Daumen hoch. Das Ding rockt. So, letzter im Bunde. Und von der Gesamtlänge her auch der größte im Bunde. Ah, schönes Geräusch. Böker Plus Hauser Memory. So, das Riesenteil von Roland. Das kann man auch falsch verstehen. Werde ich jetzt mal beiseite legen. Und ein bisschen Platz schaffen für diese kleine Banane hier. Ja, wir haben eine stark abfallende Klingenform. Geht auch fast schon wieder in Richtung Wharncliffe. Doch auch hier leicht geschwungene Schneide. Also etwas Belly doch vorhanden. Wir haben eine Top Swedge, die über die komplette Klingenlänge bis nach vorne reicht, was natürlich in dieser Ausführung mehr dem Design dient als irgendwas anderem. Kennen wir die Swedge doch eigentlich von eher taktischen Messern, die dann das Eindringen beim Stechen erleichtern sollen. Heute hat es meistens, Gott sei Dank, einfach nur noch optische Gründe, eine Swedge anzubringen. Wir haben wunderschöne G10-Griffe, leicht konturiert, fast schon glatt poliert. Minimalstruktur finden wir noch. Ihr könnt das hören. Aber in der Längsrichtung unglaublich glatt und smooth. Wir haben eine sehr, sehr schlanke Konstruktion. Ich vergleiche das gerne nochmal mit dem einlagigen Victorinox Alox. Ihr seht schon, der Unterschied ist nicht sehr groß. Machen wir zu diesem Modell auch gleich noch den Größenvergleich. Da könnt ihr sehen, sowohl bei der Klinge als auch beim Griff ist das Hauser ein ganzes Stückchen größer. Ich tausche mal eben die Position wegen des verzerrenden Faktors Winkel. Hier sieht man es ganz gut. Selbst wenn das Hauser oben liegt, der Größenunterschied doch deutlich sichtbar.
Ja. Entschuldigung. So, ja, Achsschraube, proprietär, kennen wir schon, verbaut Böker an einigen Modellen. Das Schöne ist, die liefern auch gleich immer das passende Tool mit. Dementsprechend gar kein Problem, hier nachzujustieren. Verwendete Stahl 440C, laufende Seriennummer die 37 und hier relativ dezent in großen Druckbuchstaben der Hauser Schriftzug. Und wie man es gewohnt ist, Böker Plus auf der anderen Seite. Ja, für den einen oder anderen wird das schon wieder zu viel Kirmes auf der Klinge sein, zu viel Beschriftung. Mich persönlich stört das nicht wirklich. Darf man gerne draufschreiben, dass man das Ding gebaut hat und wenn der Name des Designers noch mit dabei steht, für mich überhaupt kein Problem. Ja, die Banane. Ja, der Schwung der oberen Linie ist natürlich sehr deutlicher, sehr ausgeprägter Bogen. Dennoch sehr geradlinig. Wir haben wenige Unterbrechungen in der Gesamtform. Gegen den schwarzen Hintergrund. Das sorgt natürlich dafür, dass das Hauser fantastisch in der Hand liegt. Ihr könnt sehen, es ist für mich mit meinen relativ großen Händen ein vollwertiges Vierfingermesser. Hammer Grip ebenso. Ja, also das passt bis auf, ich würde sagen, den letzten Millimeter. Rückenfeder, sehr sauber verarbeitet, der Übergang zur Klinge so gut wie ohne Spalt, nur minimalst spürbar. Besser gesehen habe ich das im Grunde nur beim Enzo PK70, wo man nachher die Übergänge zwischen Rückenfeder, den Platinen und der Klinge wirklich kaum sehen konnte. Natürlich zur Klinge noch deutlich eher als zu den Platinen. Dort musste man dann wirklich die Klinge ein Stück weit schließen, dass die Rückenfeder hochstand, dass man sehen konnte, wo dann tatsächlich das eine aufhörte und das andere begann. Ja, hier dennoch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Ihr könnt sehen, dazu schalte ich mal kurz die Videoleuchte ein. Wir haben eingelassene Edelstahlliner, die aber auf voller Länge und so viel wie nur eben möglich aufgebohrt sind. Dies gibt zusätzlich Stabilität, sorgt aber auch dafür, dass das Gewicht möglichst niedrig gehalten wird. Wenn man es in die Hand nimmt, könnte man fast davon ausgehen, es wurde komplett auf die Liner verzichtet. Also es macht in keinster Weise irgendwie einen schweren Eindruck. Und das, obwohl wir von der Gesamtlänge kommen von 18,7, würde ich sagen. Also etwas mehr als 18,5 Zentimeter. Ja, hat in meinem Universum für mein Dafürhalten so gerade die Klasse der kleinen Folder verlassen. Die gehen für mich so bis 17,5. Alles, was darüber liegt, ist so mittelgroß. Dazu zählt dann alles, ich würde sagen, bis hin zum Manly Comrade. Das ist für mich so die Obergrenze der mittelgroßen Folder. Ich kann auch gerne hier nochmal das Lineal anlegen. Beim Comrade haben wir ziemlich genau 20,5 cm. Und alles, was dann darüber hinausgeht, zählt für mich dann tatsächlich zu den großen Foldern. Aus dieser Klasse lege ich gerne noch mal einen darüber. Nehmen wir ebenfalls ein Manley, das Modell 04. Das gehört mit seinen deutlich über 22 Zentimetern dann schon zu den großen Foldern. Ich tausche auch hier gerne noch mal die Position, dass man die Größenverhältnisse etwas besser sehen kann. Das 04er nach unten, das Comrade darüber.
und oben das Hauser. So, ich bitte Lichtreflexionen jetzt zu entschuldigen. Ich arbeite mit neuem Licht, Miro. Ganz herzlichen Dank an dich nochmal. Und ich habe hier die optimale Einstellung, um sowas hier zu verhindern, noch nicht ganz gefunden. Vielleicht muss ich es dann einfach ein bisschen mehr drehen, kippen. So sieht es etwas besser aus. So, also haben wir hier zwei aus dem Bereich der mittelgroßen Folder und unten dann doch schon den großen. Also Einstieg in die Klasse der mittelgroßen Folder, ungefähr mit dem Hauser, jedenfalls nach meiner Definition mit etwas mehr als 18 cm, als 18,5 cm. Ja, auch sonst bei den Materialien, ihr könnt es am Griff sehen, doch schon deutliche Ähnlichkeiten zum Manley Comrade. Aufbau mit zwei Schrauben, verschraubte G10-Griffe auf Edelstahlliner. Vorne die Achse, Slipjoint-Feder. Beim Hauser natürlich ohne Pocket Clip und mit nicht ganz so vielen Stops zwischendurch. Aber grundsätzlich, was die generelle Form angeht, den Aufbau und die Materialien, gibt es hier doch schon Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Der Klaus hat so schön gesagt, großer Bruder, kleiner Bruder, hatte dazu noch das Bürger Plus Tech Tool 1 in der City-Variante, wenn ich mich nicht irre. Ne? Das war das, war doch das Schwarze. Das würde natürlich jetzt perfekt noch darüber passen. Als drittes im Bunde habe ich leider nicht da, aber ich glaube, so eins werde ich mir über kurz oder lang auch mal zulegen. Einfach weil es ein tolles, taugliches, kleines Tool ist, Klinge. Und Griff etwas kleiner als bei den Standard-WIG-Modellen wie das Kadett zum Beispiel. Aber Klinge mit etwas mehr Bauch, etwas mehr Material einfach, was das Ganze nochmal interessanter macht. Ja, das Hauser. Viel gemacht, damit habe ich nicht. Die üblichen Kleinigkeiten, mal eine Paprika aufgeschnitten, mal einen Apfel oder das Obst für einen Smoothie zubereitet. Ja, was soll ich sagen? Absolut makellos, absolut ohne jegliche Schwäche im Alltagsgebrauch, zumindest bei den Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Pakete habe ich nicht aufgemacht, aber ein paar Briefe geöffnet. Durch die schlanke und sehr spitze Klinge ist natürlich auch das eine riesengroße Freude und überhaupt kein Problem für das Messer. Kann nur sagen, fantastischer Deal. Wer noch eins bekommt, Preise lagen, glaube ich, etwas knapp über 50 Euro zuletzt. Wer noch die Chance hat, greift zu. Das ist wirklich ein tolles Ding. Geliefert wird es übrigens in dieser kleinen Ledersteckscheide. Wie ihr sehen könnt, die Form der Scheide ergibt auch nur genau eine Möglichkeit des Einführens. Ansonsten beschwert sich das Leder auch, dass ihr da irgendwas falsch gemacht habt und das Messer will nicht. Dementsprechend, ja, passt wie Arsch auf Eimer. So, das sollen eigentlich schon meine Gedanken zum Hauser gewesen sein. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Beim Lanavette war mir klar, dass ich es mögen würde, allein schon wegen der verwendeten Materialien, wegen des Charmes, wegen des Fileworks. Da stehe ich einfach drauf. Ne? Ich bin damals wieder zu den Messern gekommen durch ein Lajol-Video und kurz im Anschluss meiner ersten ja, Real-Life-Begegnung mit diesem Messertyp, sodass dann relativ schnell klar war, sowas musst du auch haben. Ja, und dann stolpert man über YouTube-Kanäle. Man landet zwangsläufig bei Stefan Schmalhaus, was ich bis heute auch nie bereut habe, dass ich über seinen Kanal gestolpert bin. Stefan, schönen Gruß an dieser Stelle. Ich schaue deine Videos wirklich sehr gerne. Ja, und dann irgendwann ist man beim Stefan 123321. Man landet zwangsläufig auch irgendwann vielleicht bei Kanälen wie Sepp vom Waldhandwerk. Ja, und dann gibt es im Grunde kein Zurück mehr. Und von dem Interesse an einem traditionellen französischen Taschenmesser wird dann irgendwann eine ganze Sammelleidenschaft und ja, irgendwann zwischendurch steht man mit 30, 40 oder noch mehr Taschenmessern da.
und fragt sich, wie das nur passieren konnte. Diesen Punkt habe ich mittlerweile weit hinter mir gelassen. Ich habe es auf das Wesentliche reduziert. Hin und wieder kommt mal was Neues rein. Aber ich habe für mich dann einfach festgesetzt, wenn was Neues kommt, muss auch was gehen. In der Regel mache ich so, eins kommt, eins geht. Manchmal müssen noch zwei oder drei gehen, damit ein neues kommen kann. Wie auch immer man das handhabt, jeder muss da für sich seinen eigenen Weg finden. Klaus, du hattest auch gerade deinen zweiten großen Messerschlussverkauf und dich hat ja auch wieder einiges verlassen. Man konnte auf den ersten Blick meinen, du würdest jetzt komplett umstrukturieren. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns in kommender Zeit zeigen wirst. Für deine Leihgaben an dieser Stelle nochmal meinen ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das ist immer eine tolle Sache, wenn man auf diesem Wege Messer in die Hand bekommt, wo man sonst erstmal nicht rankommen würde, weil man sie sich nicht kaufen möchte oder vielleicht auch finanziell nicht in der Lage ist, wie zum Beispiel bei so einem UKPK. Ich hätte nicht eben 270 Euro übrig, um mir mal so einen Titan UKPK zu holen, nur um es auszuprobieren. Das funktioniert leider nicht. Dementsprechend ist das immer ein ganz, ganz toller Weg über die Messerfreunde, über die Community, mal solche Dinge in die Finger zu kriegen. Halbe Stunde, 31 Minuten rum. Video wird viel, 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 viel zu lang. An alle, die bis hierhin durchgehalten haben, ganz herzlichen Dank. Kommen schon ein paar interessante Videos demnächst. Meine Verlosung vom Giveaway steht an. Das wird noch dieses Wochenende passieren. Ich hoffe, dass ich das alles am Sonntag unter einen Hut bekomme. Euch allen ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns schon bald wieder. Bis dann.